Jo Leute, Dopedämpfer TV ist wieder hier und wie ihr vielleicht erkennen könnt, ich habe hier schon wieder neu angepflanzt, weil das andere, ich hoffe, ich finde noch ein Bild davon, wenn nicht, dann schneide ich es aus dem alten Video raus oder halt ein Bild, Screenshotten oder so. Ich habe damals genau das Unkraut rausgetan und dachte, das ist der Tabak und den Tabak habe ich sozusagen weggeschmissen oder halt woanders, wo Erde drin war, habe ich das dann so rein verteilt, damit er wieder ein bisschen gleichmäßig ist und alles. Und ja, jetzt habe ich es zum letzten Mal habe ich versucht. Ich weiß, ich bin extrem spät dran mit Tabakanbau, bla bla bla. Ich will das eigentlich bloß ein bisschen zu probieren und halt am Schluss mein Fazit dazu geben, wie das so ist, ob sich das lohnt, ob es schmeckt oder keine Ahnung, auf was man achten sollte und alles. Und da möchte ich noch was ansprechen, dass ich wahrscheinlich das Video jetzt so ziemlich das letzte für die Woche und wahrscheinlich nächste Woche sein wird, weil ich zeitlich keine Zeit habe dazu. Aber Manu ist am Wochenende, soweit ich jetzt wieder weiß, bei seinem Vater, glaube ich. Und da kann er dann wieder aufnehmen, also Gameplays kann er euch dann geben. Ich schätze, ich glaube, der hat irgendwas mit GTA-Glitches gesagt und Call of Duty oder was weiß ich, weiß nicht genau. Und wir haben uns jetzt auch ein bisschen abgesprochen, dass halt unter der Woche ich die HDPVR habe, also zum Aufnehmen. Und halt am Wochenende, wenn er es bei seinem Vater ist, dass er sie wieder mitnimmt, dann bekommt ihr auch mal von mir ein paar Gameplays, irgendwie so gelabert, gedönst oder irgendwie sowas in der Art. Und ja, jetzt nochmal ein bisschen näher alles. Seht ihr ja alles so ein bisschen, ist halt in so einem kleinen Schälchen diesmal drinnen, weil ich finde es recht praktisch, weil dann kann man das hier so zumachen, den Deckel, und wenn das halt dann kondensiert, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, wenn es kondensiert, also Wasser verdampft, dann bleibt es dann oben dran, und dann habe ich gehört, dass das so eine Faustregel ist, dass dann gut bewässert ist oder halt passend bewässert ist. Und ja, wie gesagt, ich bin jetzt wahrscheinlich die Woche und wahrscheinlich bis nächste Woche nicht mehr verfügbar in Videos oder so, vielleicht ein Gameplay mit Manu, ich habe keine Ahnung, ich möchte euch da nichts versprechen, und von Manu kommt eigentlich das Wochenende wieder Videos. Und dann noch was ganz, ganz Kleines, ich kaufe mir mal die Tage die JPS Black, die wurden ja auch jetzt echt häufig erwähnt, und dann stelle ich euch die vor. Jetzt genug geredet und alles. Ich wünsche euch eine schöne Zeit für die Woche und alles. Und eine schöne Zeit mit Manu natürlich. Also dann im Fazit. Ich fange jetzt wieder sozusagen neu an mit diesem Tabakprojekt. Löscht die alten Videos natürlich dann auch. Weil was bringt es, wenn das eh Unkraut ist. Also es tut mir auf jeden Fall deswegen nochmal leid. Wer jetzt halt nebenbei Tabak angebaut hat. Grund wegen mir oder so. Es tut mir leid. Ja, diesmal versuche ich wirklich das Richtige rauszuholen und alles. Und ja, dann würde ich sagen, ich bin wieder weg. Bis die Tage. Ciao.